Hol dich eine Paperlike-Folie, damit wird der Bildschirm einfach etwas matter und rauer und dann kann man viel besser drauf schreiben wie auf Papier. Ich finde, das wichtigste Accessoire ist ein Pencil. Entweder ihr holt euch hier den originalen Apple Pencil oder für die günstigere Variante hier einen von Logi. Der hat zwar nicht ganz so viele Funktionen, aber man kann damit auch super schreiben und malen. Für meinen Apple Pencil habe ich mir hier so Silikonhüllen geholt. Damit liegt der Pencil einfach viel besser in der Hand. Diese Hülle mit den Katzenöhrchen fand ich auch total süß und hat sogar noch eine Hülle für die Spitze. Dann habe ich hier noch so ein Softcase, das ist richtig weich gepolstert und ich kann mein iPad einfach so reinstecken. So ein Hardcase ist auch super, falls ihr das iPad mal irgendwie aufstellen wollt, das seht ihr jetzt gleich in Slice 6. So eine Bluetooth-Tastatur finde ich echt mega, weil so könnt ihr einfach aus eurem iPad einen Mini-Laptop machen. Das ist besonders cool, wenn man mal viel zu schreiben hat und dann kann man einfach alles so zusammenklappen. Ich hoffe, das hat es euch gefallen und lasst gerne einen dicken Daumen nach oben da. Tschüss und jetzt sehr gerne meinen Kanal.